Ja, diesmal geht es um die Hülle und was da drin ist. Letztes Mal ging es um diese Hülle und was da drin war, ist. Ja, eine Powerbank kennt jeder. Allerdings ist diese super, super geil, finde ich. Von Anker, eine gute Marke. Und ja, viele laufen rum mit irgendwie ihren 2, 3, 4, 5.000 Milliampere. Reicht für die meisten aus, wenn man auf längerem Trip ist, finde ich es geiler, wenn man einfach größeres Material mit hat. Hier müsste da draufstehen, kann man nicht so gut erkennen. Allerdings hat die 20.100 Milliampere. Wenn ich mein iPhone damit lade, reicht es für 13 Mal. 13 Mal, damit kommt man super, super weit. Das Ganze, also die ist einfach aufgebaut, hat hier drei von so Akkus drinne, die zusammengeschaltet wurden. Zack, funktioniert. Sehr geil, also ist mit Android und mit iPhone verwendbar. Hier der Input zum Laden, hier die beiden Outputs. Kann man auch beide parallel laden. Und die Powerbank wird auch nicht verkackt dadurch, dass man Android und iPhone ranschaltet. Einige Powerbanks, die ich schon hatte, da hat man zuerst ein Android, danach ein iPhone rangeschaltet. Und zack, funktionierte das Laden nicht mehr. Das ist bei dem zum Glück nicht so. Hier eine Hülle. Ja. Braucht man nicht, aber schon ganz schön, das Ganze irgendwie geschützt zu haben. Und ja, ich habe die jetzt seit, keine Ahnung, 5 Jahren, hält immer noch, Ladezyklen sind kaum zurückgegangen. Und ja, nächstes Mal geht es ums Kabel. Ja, tschüss.